Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Ja, wir haben uns die Anhörung des Rats angehört. Okay, das klingt blöd. Ja. Es war... Scheinbar nicht so schön. Mag sein. Aber glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Aber genau das ist es ja. Man hört es überall. Es sind nicht nur vereinzelte Gerüchte. Glauben Sie wirklich, Saren könnte in etwas derartiges verwickelt sein, ohne dass der Rat davon erfährt? Vielleicht weiß der Rat ja Bescheid. Es denken eh alle, dass er nur ihre Drecksarbeit verrichtet. Vorsicht. Ich wäre vorsichtig, wem ich sowas sage. Ich weiß. Aber wenn es stimmt, sollten wir dann nicht etwas unternehmen? Nein. Und ich wäre dankbar, wenn Sie mich da raushalten. So. Das ist der Solarianer, einfach mal so ein kleiner Tratscher. Ist ja mal unverschämt. Ich finde es immer interessant, wo die Leute hier so rumlaufen, weil die müssen ja auch irgendwo hin und wieder zurücklaufen, ne? Sonst würden die sich alle irgendwo ansammeln. Das ist ein wirklicher Unterschied auch bei zu Mass Effect 2, weil da waren die Personen ja, glaube ich, wirklich nur statische Personen. Die zwar Bewegungen ausgeführt haben, so typische Idle-Bewegungen, aber es waren immer noch, sie haben halt nur gestanden. Ach, Fahrstuhlmusik wieder. Ich kann nicht glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geht-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich hasse Politik. Diese Musik, ne? Also da muss ich noch irgendwas finden, das so auf YouTube. Mass Effect Musak. Musak ist die, so das bezeichnet man so als Generalbegriff für Fahrstuhlmusik, Einkaufsmusik und so. Ich frag mich, machen die echt keine... Da ist der Turbo, okay, da muss ich hin. Ob die nicht wirklich gar keine Geräusche machen, diese Flugzeuge, weil sonst muss das doch mega störend sein, wenn man hier arbeitet und auch wohnt und so. Also hier steht ja so ein Flugding rum. So, und wir sollen jetzt zu irgendwas von dem Typen hier. Wala von, genau. Was darf ich heute für Sie tun, Commander? Ich brauche Hilfe. Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Ich bin ein Agent des Shadow Brokers. Und ich weiß etwas über Saren. Wollen wir ein Geschäft machen? Ich habe gehört, dass Ihre Auskünfte einiges kosten. Normalerweise würde Sie diese Information ein kleines Vermögen kosten. Aber es sind außergewöhnliche Umstände. Daher gebe ich sie Ihnen gratis. Wo ist der Haken dabei? Es gibt keinen. Der Shadow Broker ist derzeit sehr erzürnt über Saren. Sie haben schon viele Geschäfte gemacht, bis Saren ihn verraten hat. Er war nicht der Einzige. Saren hat in letzter Zeit eine ganze Menge Leute verraten. Ich kenne keine Details, aber der Shadow Broker hat jemanden angeheuert, der sich darum kümmern soll. Einen kroganischen Söldner. Das war alles? Das war ja nicht gerade berauschend viel. Ich habe Ihnen gerade offenbart, dass der berühmteste Spectre der ganzen Galaxie den Shadow Broker verraten hat. Eine wertvolle Auskunft, nicht nur gemessen am Preis. Sie sollten mit dem Kroganer sprechen, wenn Sie mehr erfahren möchten. Ich hörte, dass er den Citadel-Sicherheitsdienst besuchen wollte. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn vielleicht noch, bevor er die Akademie verlässt. Was macht er denn da? Ist es nicht seltsam, dass ein Kroganer mit dem Citadel-Sicherheitsdienst spricht? Sehr seltsam. Aber ich glaube kaum, dass er das freiwillig tut. Wenn Sie mehr herausfinden wollen, sollten Sie mit ihm sprechen.
Vielen Dank schon mal. Shadow Broker. Nee, haben wir alles schon gefragt, glaube ich. Dann los. Danke für die Auskunft. Gern geschehen, Commander. Freut mich. Karte. Da ist auf jeden Fall, ich kann nicht rauszoomen, ne? Ach, ich hab schon komplett rausgezoomt. Wo ist denn hier der Krogana? Zielort. Ist die Gold Mineral? Nein. Hintner, Emporium, Gemächer der Konsorten. Huch. Ja, mit Wreck sprechen. Wird gerade in der Seesicherheitsakademie gefragt. Ja. Ja, gehen wir mal dahin. Da ist hier die Seesicherheit. Das ist also, da wird sich das irgendwo befinden, denke ich mal. Hab schon mal gesehen, dass ich das mega schön finde hier. Allein dieser See. Wo ich das jetzt sehe, lustig finde. Das geht ja da. Sieht man es gerade nicht so. Da kriegt es ja alles hoch, ne? Also, in der normalen Vorstellung müsste das ja alles runterfließen und sich hier hochstürmen, wo wir gerade stehen. Aber wahrscheinlich durch die Hyperrotation. Denke ich jetzt mal, dass sich das ganze Ding hier rotiert in einem, ne, typischen Kreisbewegung bewegt. Dass die Zentripetalkraft einfach so hoch ist, dass das Wasser außen gehalten wird. Ohne dass man das merkt. Durch die hohen Masse, dass man das halt, ja, ich sag mal, verstecken kann. Den Effekt. Wäre vielleicht der beste Begriff. Da ist Avina. Botschaftsempfang, aber die kann jetzt bestimmt was sagen. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Habe ich schon mit der geredet? Glaube ja, oder? Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Persönliche Frage. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Wir haben mit dir schon geredet. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen irre. Einen schönen Tag. Ich Ihnen auch. Danke, danke. Hab ich schon mal mitgeredet, glaube ich. Türstörung. Okay, ich will zur Akademie. Ich weiß aber nicht, wie ich da am besten hinkomme. Das ist doch Captain Anderson. Ja, Commander, was kann ich für Sie tun? Nee. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Ja, bin ich doch. Hier sind wir falsch. Das ist das Büro von vom Captain. Nicht von Saren. Das. Ich verstehe, was Sie sagen. Aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht ein. Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Und sie verhalten sich in der Zwischenzeit am besten ganz ruhig. Das sind die immer. Die Elkorn? Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Nee, mit dem habe ich auch schon geredet. Ja, ja. Auch schon mit bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Ich wollte Sie nicht stören. Bitte lassen Sie sich nicht von Ihren Geschäften abhalten. Nee. Dankend verabschiedend. Ich danke Ihnen, Menschen-Commander. Auf Wiedersehen. Das ist hier falsch. Hier sind nur die Botschaften.
heißt, ich gehe mal davon aus, dass es auf der anderen Seite. Wenn es hier nicht ist, muss es ja hier sein. Ach, dieses Geräusch immer, ne? Schön. Was haben wir, Diplomat? Ist das hier richtig? Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Diplomatenarchiv durchsuchen? Ach so, einfach nur Codex-Punkte. Elkor-Diplomat. Freundlich begrüßen. Menschen-Commander, eine Freude, Sie zu treffen. Aber auch das bringt mir hier nichts weiter. Das sind nur ein paar Diplomaten. Ach nee, das ist der Flur. Ist der Flur, da wollte ich nicht hin. Automatische Tour. Executor Palon. Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Wer sind Sie? Sind wir uns schon begegnet? Nein, aber dennoch kenne ich Sie gut. Ich bin Executor Palin, der Chef der Zitadelle Sicherheit. Es ist mein Job, zu wissen, wenn jemand wie Sie auf der Zitadelle ankommt. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Was haben Sie für eine Einstellung gegenüber Menschen? Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ich traue Ihnen nur nicht. Noch nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen. Und sie sind schon weit gekommen. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Kein Lieblingsvolk. Der Rat behandelt uns wie Bürger zweiter Klasse. Wir müssen um alles kämpfen. Umso besser. Dann kämpfen Sie darum. Aber erwarten Sie nicht von uns anderen, dass wir einfach zusehen, wie Sie sich alles unter den Nagel reißen. Ich bin ein beschäftigter Mann, Commander. Ich denke, das war's wohl. Noch nicht. Spectres. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Sie sind die rechte Hand des Rates. Zumindest Sie selbst sehen es so. Ich würde dem Rat nicht empfehlen, sich allzu sehr auf Sie zu verlassen. Heißt, Sie mögen Sie nicht. Was haben Sie gegen die Spectres? Ich habe etwas gegen alle Organisationen, die sich über die Gesetze stellen. Insbesondere stört mich, dass jeder einzelne Spectre entscheiden darf, wann er die Regeln umgehen darf. Das ist ja schon ziemlich naiv. Auch Sie müssen sicher manchmal das Gesetz brechen, um die Leute zu beschützen. Ich arbeite seit 30 Jahren für die Zitadell-Sicherheit und ich musste nie das Gesetz brechen, um meine Arbeit zu erledigen. Nicht ein einziges Mal. Schon klar. Wir sollen wirklich glauben, dass keiner Ihrer Offiziere korrupt ist? Es gibt mehr als 200.000 Zitadell-Sicherheitsagenten. Einige von ihnen wechseln die Seiten. Aber wir nehmen die Korruption nicht willentlich in Kauf. Nicht wie die Spectres. Wir geben unser Bestes, um illegal agierende Offiziere aufzuspüren und zu bestrafen. Aber die Spectres müssen sich mit solchen Dingen ja nicht abgeben. Ja, aber die sind doch wichtig. Die Galaxie ist auf Leute angewiesen, die die Drecksarbeit erledigen. Dem stimme ich zu. Aber deshalb haben sie keine Sonderbehandlung verdient. Wir müssen uns auf sie verlassen können. Saren ist außer Kontrolle. Wir beide wissen das. Aber weil er ein Spectre ist, will der Rat nichts davon wissen. Ist dies die Art, Leute, auf die die Galaxie angewiesen ist? Nein. Aber nicht alle Spectres sind wie Saren. Natürlich nicht, aber das Potenzial ist immer da. Ja, schon. Naja, die Zitadell-Sicherheit. Erzählen Sie mir von der Zitadell-Sicherheit. Die Zitadell-Sicherheit übernimmt alle polizeilichen und sicherheitsrelevanten Aufgaben hier auf der Zitadell. Wir sind eine zivilrechtliche Abteilung der Regierung, aber viele von uns haben eine Militärausbildung absolviert. Natürlich muss ich als Repräsentant der Zitadell-Sicherheit vor allem dem Rat Rede und Antwort stehen. Und Untersuchung. Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Untersuchung über Saren. Tut mir leid, Commander. Ich kann Ihnen keine Details über eine unserer laufenden Ermittlungen geben. Können Sie mir denn sagen, wo ich Garrus finde? Können Sie mir dann etwas über Garrus sagen? Garrus Vakarian? Ein guter Officer. Sehr gut sogar. Aber er muss noch viel geduldiger werden. Als Officer, der das Gesetz vertritt, sollte er sich mehr an die bestehenden Regeln halten. Kann ich noch etwas für Sie tun? Nein. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Nett, freundlich. Zuvorkommt. Beinahe. Und was haben wir denn hier? Ältestentreff? Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Ja. Nassana. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Ja, Paul Frederick. Ich möchte nicht glauben. Die Konsortin würde niemals Geheimnisse offenbaren. Natürlich nicht. Weil dann würde sie aus der nächsten Raumschleuse geworfen werden. Könnte schon sein. Aber eines musst du zugeben, Nick.
Die Konsortin ist schon etwas anderes als die Mädchen in den Kolonien. Sie ist... Man muss es ja nicht einmal machen mit ihr. Man kann auch einfach nur mit ihr reden. Was? Mehr hast du nicht gemacht, Jess? Nur geredet? Das habe ich nicht gesagt. Ha, ich wette, so war es. Schnauze, Fredericks! Was wollen Sie? Oh, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Konsortin? Was können Sie mir über die Asari-Konsortin sagen? Sie ist eine Asari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Ah, Fredericks. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Ja, wo ist sie? Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke. Viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Ja. Danke. Ein Barmann. Hallo, Commander. Was kann ich Ihnen an... Zum Beispiel? Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe erfahren? Klar. Was ist denn hier so los? Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Unterhaltung finden Sie im Flux und in Koras Nest. Shaira. Wer ist Shaira? Die Konsortin. Sie kümmert sich um Kunden, die sich ihre Dienste leisten können. Die meisten Diplomaten und Botschafter waren schon einmal bei ihr. Sie ist eine sehr mächtige und respektierte Frau. Mhm. Unterhaltung. Erzählen Sie mir vom Flux und von Koras Nest. Also im Flux geht es um Spiele und Tanzen. Jedenfalls ist da mehr los als hier. Koras Nest ist eine andere Geschichte. Dort ist es viel lebendiger und auch tödlicher. Oh. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich Ihnen auch. Hier ist auch nix wieder. Super cool. Ich finde das hier ganz schick. Hier würde ich trinken und essen gehen manchmal. Strippelin, da kann ich nichts mit anfangen. Bitte machen Sie die Tür auf. Vielen Dank. C-Sicherheitsakademie. Ah. Das ist so wunderschön hier mit den Bäumen und so alles, finde ich. Muss ich dazu sagen. Das ist niemand. Okay. Ah. Ach Gott, Fahrstuhl. Und Williams, sind Sie glücklich, dass Sie bei Commander Shepard angeheuert haben? Ich bin mir nicht so sicher, Lieutenant. Jedes Mal, wenn ich denke, ich hätte die Dinge im Griff, schwenkt das Universum hart nach Backbord. Lassen Sie das bloß niemanden wissen. Mit einer großen Knarre und einer zuversichtlichen Einstellung werden Sie es im Leben weit bringen. Stefan, ey. So genial. Ha. Und hier gehen wir in der nächsten Folge rein. Also bis dahin. Und tschüss.